Moin Flatzen, willkommen zum nächsten Spieltag, zum 11. Bundesliga-Spieltag. War ein krasser Spieltag. Viele Überraschungen, ein paar Überraschungen dabei, die man so nicht erwartet hätte. Wollen wir auch direkt mal anfangen mit Mainz gegen Köln. Die Mainzer schlagen zu Hause die Kölner 5 zu 0. Wahnsinn, Freitagabendspiel. Krass, muss man sagen. Ingwersen bringt die Kölner, keine Ahnung, die Mainzer in Führung. Kilian oder wie er heißt. Kilian hat gelb-rot gesehen bei den Kölnern. Dementsprechend waren die dann in Unterzahl und haben dann überhaupt nicht mehr ins Spiel gefunden. Und dann können die Mainzer befreit aufspielen mit Chor, Stach, Martin und Sitovio treffen. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Und so haben die Kölner gar keine Chance. Die Mainzer spielen dann Feuerwerk ab. Klar, sind in Überzahl. Haben dann die Möglichkeiten, führen schon, dann in Überzahl und dann machen sie das Ding aber ganz klar, springen es locker nach Hause und die Kölner haben null Chancen. Kommen wir zu den Samstagsspielen, zu dem ersten, was auch wirklich krass war, war Augsburg gegen Leipzig. Die haben 3 zu 3 gespielt, auch ein richtig wildes Spiel. Berisha macht ein Eigentor von Leipzig. Damit gehen die Augsburger in Führung, schon mal ganz interessant. Dann kommt Dremovic, der das 2-0 macht und Vargas macht das 3-0 für die Augsburger. Da denkt man, okay, jetzt geht's hier rund, jetzt läuft's. Die Leipziger werden das Spiel verlieren, denken alle. Doch dann ist Ingo, der sieht noch gelb-rot bei den Augsburgern. Dementsprechend haben die Mainzer wieder Möglichkeiten und nutzen diese auch. Silva trifft zum Anschluss. Und dann ist es in der 9, in der 88. Nkuku, der zum Anschluss trifft. Alle denken, okay, vielleicht geht noch was, oder? Und dann ist es Endura, der macht dann das 3 zu 3. Dementsprechend in der 90. Dementsprechend hat Leipzig dann ausgeglichen. Auch ein wildes Spiel gewesen, muss ich sagen. Schon, dass ich das Ganze nicht so, die Spieler nicht ganz so jetzt auf dem Schirm habe. Die haben wirklich geil gespielt, beide Partien. Nach der gelb-roten Karte konnte Leipzig nochmal wieder rankommen und haben sich den Punkt auch wirklich gut verdient, muss man letzten Endes sagen. Geiles Spiel gewesen von beiden Seiten. Hammer, mega. Machen wir weiter mit Leverkusen gegen Wolfsburg. Die Wolfsburger oder beziehungsweise Wolfsburger und Leverkusener teilen sich einen Punkt in Leverkusen. In der Bayer Arena haben sie ja gespielt. 2 zu 2 haben sie gespielt. Dybai hat erst einen Elfmeter verschossen, dann trifft er. Dann kommt von den Wolfsburger und macht die 5 Leverkusen. Dann kommen die Wolfsburger der André macht ein Eigentor. Somit steht es 1-1. Dann kommt Arnold von Maximilian von Wolfsburg und macht die Führung per Elfmeter. Da denkst du dann, oh geil, das läuft, das geht ja richtig ab. Das geht ja richtig ab. Machen die Führung. Und dann ist es Frimpong, der die Leverkusener dann im Spiel hält und den Ausgleich schießt. Auch ein geiles Spiel. 2 zu 2. Ich denke. Entschuldigung. Ich denke, da kann man sehr gut mit leben. Also, das ist eine gerechte Punkteteilung. Hätte man auch so vielleicht erwartet. Beide Mannschaften holen den Punkt. Ob sie beide zufrieden sind, weiß ich nicht. Aber war erstmal ein geiles Spiel. Muss man wirklich sagen, für die neutralen Zuschauer. Dann kommen wir gegen Dortmund, gegen Stuttgart. Da gab es den klaren Sieger, wie man so auch erwartet hätte. Normalerweise die Dortmunder haben sich wieder gefangen. Spielen im eigenen Stadion. Das Spiel locker runter und schlagen Stuttgart 5 zu 0. Bellingham war der Doppeltorschütze, muss man dabei sagen, der hat sie in Führung gebracht. Dann war es noch Süle, Reiner und der junge Mokoko, der die Dortmunder dann den Schlussstrich drunter setzt. Die Stuttgarter haben nichts zu lachen, nein, in Dortmund verlieren glasklar 5-0. Dortmund zeigt, hey, wir sind wieder da, es geht wieder ein bisschen nach oben, wir wollen da wieder ran. Also diese Niederlage, die sie letzte Woche da an den Tisch gelegt haben, gegen Union, jetzt der Sieg. Die Dortmunder, da geht es wieder ein bisschen hoch. Die sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Man hat 5-0 gewonnen, das war ein klares Ergebnis. Dementsprechend sind sie sehr zufrieden. Kommen wir dann zum nächsten Spiel, das war Freiburg gegen Bremen. Freiburger gewinnen 2-0 gegen Bremen. Ja, gut, es war sowieso von Anfang an, habe ich gesagt, oder mir gedacht, es wird ein schweres Spiel. Die Freiburger
Auch wenn sie letzte Woche gegen Bayern hoch verloren haben, waren sie für mich so ein bisschen der Favorit, haben das dann auch gezeigt. Klar spielt die rote Karte von Friedel in der 14. Minute ganz klar mit, muss man sagen. Danach ist es dann Kübler und Grifo, der per Meter trifft, und dementsprechend gewinnen die Freiburger 2 zu 0. Bremen kommt nicht wirklich ran, verliert das zweite Spiel in Folge, wieder ein kleiner Dämpfer, aber gut. Abhaken, muss man ganz klar sagen. Wenn jetzt im nächsten Spiel wieder Punkte kommen, ist alles gut. Man darf jetzt nur nicht in so einen Negativtrend reinrutschen. Dann sieht es für die Bremer immer noch gut aus, keine Frage. Und die Freiburger behaupten ihre Positionen wieder weiter, festigen sich wieder nach den Niederlagen in Bayern. Es geht nicht runter, sondern es geht wieder hoch. Die spielen ein gutes Spiel, die sind zufrieden. Und Bremen, naja, können nicht zufrieden sein, ist ganz klar. Aber gut, wird man sehen im nächsten Spieltag, wie es dann weitergeht. Dann kommen wir zum nächsten Spiel, das war Hoffenheim gegen Bayern. Auch ein Topspiel. Die Hoffenheimer sind ja auch oben mit, sind der Tabellenvierter gewesen. Die verlieren zu Hause gegen Bayern 2 zu 0. Die Bayern machen souverän 2 Tore. Es war Musiala, der die Bayern in Führung bringt. Und Choupo-Moting macht dann nachher den Deckel drauf, das 2 zu 0. Also dementsprechend. Mann, Entschuldigung, sehr erkältet. Macht dann den Deckel drauf, das 2 zu 0. Und die Bayern spielen souverän nach Hause, holen 3 Punkte. Alles in Ordnung, reicht, fertig, gut. Die Hoffenheimer kriegen einen kleinen Dämpfer. Gut, gegen Bayern kann man verlieren, aber die haben vielleicht gedacht, vielleicht können wir einen Punkt holen oder was, man weiß es nicht. Hat nicht geklappt, Bayern macht das Ding souverän. Kommen wir dann zum Samstagabendspiel. Das war Gladbach gegen Frankfurt. Die Frankfurter gewinnen. Gewinnen 2 zu 1 gegen die Gladbacher, in Gladbach muss man sagen. Der Torschütze war Lindström und Benzemaí, die haben getroffen bei den, ach Benzemaí sag ich schon, Elbine. Und Frank, auch bei den Gladbacher war es Thüram, der getroffen hat, Entschuldigung, ich bin so ein bisschen lost. Der dann noch den Anschluss gemacht hat, aber das hat dann nicht mehr gereicht, muss man sagen. Da haben die Gladbacher verloren. Die Frankfurter gewinnen, dominieren, oder was heißt dominieren nicht, aber sind halt besser, verwandeln die Chancen besser, muss man sagen. Und letzten Endes, ja, sieht es dann auch ganz gut aus für die Frankfurter. Das wird sie freuen, auch gegen Gladbach. Es war ja ein Duell so ein bisschen auf Augenhöhe, wenn man die Tabelle sieht, und die Frankfurter machen das Ding. Kommen wir weiter zum Spiel Bochum gegen Union. Das war das Überraschungsspiel, muss man sagen. Der Tabellenletzte spielt gegen den Tabellenersten. Und siehe da, der Tabellenletzte gewinnt. 2 zu 1, hätte man so auch nicht gedacht. Bei den Bochumern ist es Hoffmann, der die Bochumer in Führung bringt. Holtmann macht dann das 2 zu 0. Dann kommen die durch Petrovic, der hat ja in der 78. den Meter verschossen. Da hätten die Unioner nochmal rankommen können. Dann ist es Petrovic, der zwar noch in der 90. plus 3 noch den Anschluss macht, aber das reicht dann nicht mehr, um noch einen Punkt mitzunehmen oder irgendwas. Die Unioner können damit nicht zufrieden sein. Man spielt gegen die Tabellenletzten und gewinnt nicht oder holt noch nicht mal einen Punkt. Das ist nicht zufriedenstellend. Die Bochumer haben sicherlich mit dem Sieg nicht gerechnet. Die können sehr zufrieden sein. Tolles Ergebnis für die Bochumer, wird man dann sehen. Dann kommen wir zu Hertha gegen Schalke. Ja. Die Hertha ringen die Schalker nieder. 2 zu 1, auch wenn es knapp war. Ist es gewesen. Tussert hat die Herthaner in Führung gebracht. Und dann war es Mollet, der in der 85. den Ausgleich macht für die Schalker. Da denken alle, okay, so kann wird es bleiben. Dann kommt Konga, macht dann in der 88. die Führung für die Herthaner. Schon überragend, muss man sagen, was die Herthaner da dann noch wieder gemacht haben. Dass sie dann nochmal wieder zurückkommen und nochmal wieder sie, also die Führung machen schon stark. Man hat gedacht, so nach dem Ausgleich von den Schalkern, ja, jetzt verspielt Hertha wieder den Sieg, es bleibt bei einer Punkteteilung. Nein, diesmal machen die Herthaner dann doch für sie das glückliche Ende und gewinnen. Ja, das waren dann auch die Spiele. Wollen wir dann mal zur Tabelle kommen? Ich hoffe, ich habe alles richtig gehabt. Bestimmt hier und da ein paar Fehler drin. Es ist früh am Morgen, bin ich ganz fit, aber egal. Soll nicht so dramatisch jetzt sein. Kommen wir weiter zur Tabelle. Union ist immer noch Tabellenführer. Die haben 23 Punkte, wenn ich es richtig habe.
Dann kommen wir zu Bayern mit 22 Punkten. Freiburg hat 21 Punkte, die sind Dritter jetzt wieder. Frankfurt ist Vierter mit 20. Dortmund ist Fünfter mit 19 Punkten, die sind jetzt auch wieder weiter nach oben. Dann kommen schon die Mainzer mit 18 Punkten. Läuft da richtig gut. Die Hoffenheimer sind jetzt Siebter mit 17 Punkten. Leipzig 16. Die haben 8 Punkte. Gladbach hat auch 16 Punkte, ist aber 9. Haben das schlechtere Torverhältnis. Die Leipziger klettern so langsam ein bisschen hoch, auch wenn sie jetzt unentschieden spielen, aber trotzdem so 9. Ja, ist noch nicht ideal, aber es geht so langsam in die richtige Richtung. Dann kommen das Tabellen-10. Da ist Köln, die haben auch 16 Punkte. Nochmal wieder ein verstärktes Torverhältnis, die sind dann da beieinander, die drei. Dann kommen Werder mit 15 Punkten, die sind jetzt ein bisschen abgerutscht, sind jetzt Tabellen-11. Trotzdem ist immer noch alles gut, sage ich. Dann kommt das 12. Das Augsburg mit 14 Punkten. Tabellen 13. Da ist Wolfsburg mit 11. Entschuldigung, Tabellen 11. Da ist Hertha. Wolfsburg ist Tabellen 14. Die haben zwar die gleiche Punkte, 11, aber Wolfsburg hat also etwas schlechtere Torverhältnis wie die Herthaner. 15. ist Leverkusen, die haben 9 Punkte. Naja, ist so lala. Nur einen Punkt gegen Wolfsburg geholt. Wieder, man tritt wieder nur auf der Stelle, man kommt nicht hoch bei Leverkusen irgendwie. Das ist. Stuttgart ist jetzt wieder auf dem Relegationsplatz abgerutscht. Da ist es auch momentan so knapp über die Abstiegsränge mit drin sozusagen. Das ist bei denen immer so eine Sache. Das ist auf und ab. Die werden es diese Saison, denke ich, auch schwer haben. Dann ist der Tabellen-17. Ist Bochum nicht mehr Tabellenletzter. Die sind Tabellenvorletzter. Durch den Sieg gegen Union haben sie sich jetzt 7 Punkte und sind auf Tabellen-17 hochgeklettert. Daumen hoch. Nicht mehr das Schlusslicht wie bislang. Das ist nämlich jetzt der FC Schalke mit 6 Punkten. Die können gar nicht zufrieden sein. Also da läuft es gar nicht. Die haben gegen Hertha verloren. Die Schalker sind Letzter. Oh, da muss sich einiges ändern, wenn die als Aufsteiger noch die Klasse halten wollen. Sonst geht es auch wieder runter. Kommen wir noch zu den ersten drei Torschützen. Es ist Füllkrug, der hat immer noch 8 Tore, der hat dieses Wochenende nicht getroffen. Nkunku hat auch 8 Tore, der hat getroffen. Und Thuram, die haben 8 Tore, das sind die obersten drei, die habe ich jetzt mal so genannt. Die führen zusammen die Torjägerliste an. Dann gibt es noch ein paar andere, wie Musiala, der hat 6, Becker hat 6, die da unten drin sind, um mal ein bisschen was zu nennen. Da kommt wird die Liste dann länger, das will ich dann nicht alles mehr aufführen. Ja, das war's dann auch mit der Bundesliga-Analyse vom 11. Spieltag. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn hier und da ein paar Ungereimtheiten drin waren. Ihr habt das jetzt mal so ausgeführt. Tut mir leid, wenn nicht alles gestimmt hat. Aber egal, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Und schreibt was in die Kommentare, was ihr von dem Spieltag gehalten habt. Generell Kommentare könnt ihr immer was reinschreiben. Euer Flassen. Ciao, ciao.